Mein Name ist Kaiba, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Bremen und mache irgendwas zwischen Metal und Hip-Hop. Genau, ja, also ich bin heftiger Yu-Gi-Oh!-Fan, schon seit meiner Kindheit. Seto Kaiba, bester Charakter in dem Spiel. Kaiba ist der Antagonist von Yugi. Der wird am Anfang sehr böse dargestellt, aber ist eigentlich gar nicht so wirklich böse. Also hat auch böse Charakterzüge, aber ist halt trotzdem auch ein Kumpel von Yugi. Das war eine ganz krasse Geschichte. Ich wusste erstmal gar nichts von TikTok, also ich hatte den Song erstmal nur auf meinen Soundcloud hochgeladen und dann hat mich irgendwann mal bei Instagram ein Typ angeschrieben und meinte so, ey, du bist auf TikTok berühmt, und meinte ich so erstmal so, was ist TikTok? Und dann hat er mir so einen Link geschickt, habe ich mir die App runtergeladen und habe gesehen, ja, wow, da gibt es 30.000 Videos zu meinem Song. Aber der Song war gar nicht unter meinem Namen jetzt bei TikTok gelistet, das war irgendein anderer Typ hatte den unter seinem Namen veröffentlicht. Und das hatten wir dann irgendwann klären können und ja, dann war der irgendwann auf meinen Namen gelinkt und ist dann noch heftiger explodiert. Und dann habe ich den erst bei Spotify, iTunes und so hochgeladen und dann ging es halt richtig nach vorne. Ja, voll. Also ich hatte auf Soundcloud habe ich generell alle meine Songs immer hochgeladen und ich hatte damals schon auf Spotify so ein, zwei EPs hochgeladen. Hatte aber nicht mit dem Gedanken gespielt, Overdose hochzuladen, weil ja, ich dachte einfach, das bleibt ein Free-Track für Soundcloud, einfach so schnell rausgehauen. Und ja, als er dann irgendwann nach 3 Monaten explodiert ist, dachte ich so, wird mal Zeit, den richtig zu veröffentlichen. Anstrengend nicht wirklich, also es war sehr aufregend. Ja, das ist auch alles innerhalb von 2 Wochen passiert. Also das erste Label hat sich gemeldet, dann kam auch schon ein paar Tage später das zweite und dann kamen auch mal 3 auf einmal und das war halt sehr krass. Und ich kann mich erinnern, ich war gerade auf dem Splash und konnte 4 Tage keine E-Mails checken. Wir waren dann auf dem Rückweg im Auto und auf einmal kamen ganz viele E-Mails an, Und dann ja von mega heftigen Labels aus allen Ländern und ja. Ich sag's mal so, meine Mutter hat mich schon immer mit Musik unterstützt. Also ich habe angefangen mit 6 Gitarre zu lernen und ich habe mit 10 Klavier gelernt. Also meine Eltern haben mich immer musikalisch unterstützt. Ich habe diverse Bands vorher gespielt und die fanden das immer sehr cool. Dann habe ich halt angefangen mit Hip-Hop und das fanden die nicht so cool. Die waren halt eher so, ja, das Rockige gefällt uns mehr. Aber jetzt, wo die sehen, dass es gut läuft, sind die natürlich stolz und hören sich das auch gerne mal an. Und dann kriege ich immer zu hören, ja, die Videos gefallen mir ja natürlich nicht so, aber ich bin stolz, du machst das schon. Boah, sehr viel echt aus dem Metalcore, Hardcore, auch Punk-Bereich, aber auch tatsächlich viel Trap, Hip-Hop, amerikanischen Hip-Hop, ja, auch ein bisschen Deutsch-Rap. Also ich höre eigentlich alles. Das, was ich gerade am meisten höre, das fließt halt auch am meisten in den Songs ein, die ich gerade in dem Moment schreibe. Wir haben sehr viele Touren gespielt, wir waren in vielen Städten unterwegs, ich habe viel vor Leuten gespielt und das war halt so die größte Erfahrung, die ich aus der Bandzeit erlebt habe. Einfach viele Konzerte, viele neue Leute kennenlernen und halt so ein bisschen das Tourleben kennenlernen. Wir waren halt auch im Studio, haben ein Album genommen. Dadurch habe ich halt auch ein bisschen mehr Studioarbeit gelernt und habe mich dann auch ein bisschen mehr mit Mixing und Mastering beschäftigt, weil ich mixe halt meine Sachen auch selbst. Ja, das waren halt so die Sachen, die ich daraus mitgenommen habe. Irgendwann lief das mit der Band nicht mehr so wirklich. Wir haben uns nicht mehr richtig zum Proben getroffen und ich hatte auch eher Bock, was anderes zu machen und irgendwie so eine eigene Richtung zu kreieren. Hab dann einfach erst angefangen, auf Hardcore-Trap-Beats zu screamen. Ja, und das wurde dann auch irgendwie immer weniger. Ich habe dann angefangen, mehr zu rappen, aber wollte halt trotzdem immer noch das Metal-Hardcore-Ding da mit drin haben, weil das ist irgendwie das, wo ich herkomme. Ich habe auch schon mit 13 Metal gehört und deswegen musste das sein, dass das irgendwie so ein Metal-Rap-Hardcore-Ding wird, ja. Ich habe früher schon, mein Vater hat ganz, da war ich, keine Ahnung, 8, 9 Jahre alt und mein Vater war großer Horror-Fan
Und ich habe dann immer ganz viele Horrorfilme mit ihm geguckt und fand das irgendwie schon da ganz cool. Und meine amerikanischen Vorbilder, würde ich jetzt mal sagen, machen auch halt auch düstere Videos. Und irgendwie hat mich das fasziniert. Ich fand das cool. Ich wollte das auch machen. Und hier in Deutschland macht keiner irgendwie so richtig harte, gewaltbereite Videos, würde ich mal sagen. Also in Deutschland gibt es das wenig. Also es gibt klar gewaltbereite Videos, aber nicht in diesem Stil jetzt, wie ich das verpacke. Internet sowieso im heutzutage Musikbusiness sehr wichtig. Also ja, die ganze Promophase läuft meistens über Instagram, Facebook ab. Ja, ich kann mit meinen Fans connecten. Ich kriege Nachrichten, voll die schönen Nachrichten, dass ich anderen Menschen mit meiner Musik geholfen habe. Und ja, es ist einfach mega schön, mit den Fans so einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Ich habe keine Fans, ich habe eine Familie. So. Wir sind die 755-Family. Sind die letzten drei Zahlen von der Postleitzahl, in der ich aufgewachsen bin. Delmenhorst. Der Name Kaiber war überall vergeben. Musste ich noch irgendwas ranhängen und irgendwie, ich habe erst gedacht, Young Kaiber, Lil Kaiber, aber das ist so. Nee, das habe ich nicht gefühlt. Ich wollte einfach Kaiber heißen und dann dachte ich, mache ich einfach Postleitzahl hinten ran und passt das. Ich habe anfangs alles selbst gemacht, außer halt die Beats. Ich habe viele Beats von Freunden bekommen, aber so das Mixing, das Mastering, die Aufnahmen, das habe ich alles selbst gemacht bisher. Und mittlerweile arbeite ich mit mehreren verschiedenen Produzenten zusammen. Ich fahre in Studios, mache Sessions mit den Produzenten. Wir nehmen was auf, wir schreiben Songs. Es werden auf jeden Fall viele harte neue Songs kommen. Ich habe ein paar Musikvideos im Pedo. Und ja, es werden aber auch melodische Songs jetzt in Zukunft kommen, weil ich arbeite gerade viel mit Autotune und so ein Zeug. Bisschen ausprobieren. Es läuft aber auch ganz gut, sind ein paar coole Songs entstanden und da wird auch was in die Richtung noch kommen.